wenn ich jemanden foltere und damit aber, was weiß ich, vielen Menschen helfe. Wenn das die Regel wäre, nach der man handeln sollte, dann müssten wir jetzt zum Beispiel alle Chinesen umbringen. In Frankreich wurde eine Umfrage gemacht und da haben viele Menschen dafür abgestimmt, die Folter wieder einzuführen, also die Zwangserwirkung vom Geständnis oder Informationen. Was hältst du davon? Naja, ich glaube, der Fall ist ganz einfach. Wir sollten nicht foltern, Punkt. Das heißt, wenn wir Folter einsetzen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ist das ja nichts anderes als ein unmoralisches Mittel einzusetzen, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Aber wenn man jetzt eine Folter androht, einem Terroristen und dadurch das Leben eines Kindes oder eines ganzen Bezirkes zu schützen, dann wäre das doch angemessen und moralisch vertretbar, weil es ja um das Gut des Kindes geht. Die Zwecke heiligen in der Moral niemals die Mittel. Das heißt, wenn mein Zweck ist, ein bestimmtes Kind zu schützen und ich muss dafür ein anderes Kind töten, wird man ja sofort sagen, okay, das hat ja dann nichts gebracht. Ja? Dann sieht man sofort, das war unmoralisch. Und Foltern ist genauso unmoralisch, wie ein Kind zu töten. Aber wenn man durch Folter an Informationen kommt, die wichtig sind, zum Beispiel Fußballstadion, da liegt eine Bombe, und wenn es dadurch möglich ist, ein größeres Glück, ein größeres Gut damit zu erreichen, dann ist das doch eigentlich moralisch vertretbar. Das wäre so, als würde man so argumentieren. Wir haben ein Problem mit Überbevölkerung. Wenn wir jetzt einfach mal alle Chinesen umbringen, ist es besser für alle anderen. Da es mehr Menschen als Chinesen gibt, sollten wir alle Chinesen umbringen. So, und das wird ja niemand als Argument akzeptieren. Und so ist das andere Argument auch. Wenn ich jemanden foltere und damit aber, was weiß ich, vielen Menschen helfe, wenn das die Regel wäre, nach der man handeln sollte, dann müssten wir jetzt zum Beispiel alle Chinesen umbringen. Aber nehmen wir den Fall, dein Kind wurde entführt und der Kindesentführer weiß, wo dein Kind versteckt ist. Würdest du dann nicht die Folteranwendung, um an das Geständnis ranzukommen, wo dein Kind nun entführt wurde und wo es ist? Na, hier muss man zunächst mal zwei Sachen unterscheiden, was jemand tun würde, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und was jemand tun soll. Ich soll nicht foltern, und ob ich das tun würde, ist eine ganz andere Frage, eine psychologische Frage. Das hängt davon ab, in welchem psychologischen Zustand ich dort wäre und ob ich mich für das Gute oder das Böse entscheide. Das Böse in dem Fall ist klarerweise, diesen Menschen zu foltern oder ihm Leid zuzufügen. Ich finde es ja böse, dass jemandem Leid zugefügt wird. Deswegen werfe ich diesem Menschen ja vor, ein böser Entführer zu sein. Wenn ich jetzt selber Leid zufüge dieser Person, mache ich genau das, was diese Person macht, nur ihr gegenüber. Warum sollte das moralischer sein? Würdest du es tun? Wenn ich dem ordentlich einen in die Fresse hauen müsste, um damit an mein Ziel zu kommen, würde ich es wahrscheinlich tun. Wenn ich den Entführer erschießen müsste, sähe die Situation schon völlig anders aus, dann würde ich das sehr wahrscheinlich nicht tun. Deswegen sind wir alle verpflichtet, dafür zu sorgen, dass so etwas wie der syrische Bürgerkrieg aufhört, weil dort nämlich Menschen in diesen Situationen sind, in der kein Mensch jemals sein sollte. Eine Situation, in der das Böse zu ergreifen, die einzige Möglichkeit, uns zu sein scheint, überhaupt noch ein gutes Leben zu führen, ist eine Situation, in der niemals jemand sich finden sollte. Vielen Dank.